Was soll mir das erzählen, einfach über diese Orte oder? Ja. Oh, was finden, also was erwartet man, wenn man im Ballhaus Ost ankommt als Zuschauer? Du hast das alles selber gar nicht erlebt. Wir sind authentisch. Wir waren Tag und Nacht in den Bergheim und haben unsere Winter mit Darkblumen hingehalten. Ja, aber woher wollt ihr denn wissen, dass ich gar nicht da war? Mama! 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 Ja, ich glaube, also ich finde das Ballhaus Ost jetzt im Vergleich zu den anderen Theatern der sogenannten freien Szene halt nicht so als richtiges Theater. Es wirkt für mich immer so eine Art Provisorium immer. Und das finde ich eigentlich immer sehr interessant. Allein schon, wenn man sieht, wie die Zuschauer versuchen, das Theater zu finden, die noch nie hier waren. Denn es gibt vorne so eine Galerie mit so einer Fenstereingangstür und alle Leute stürmen erstmal da rein und rütteln halt daran. Und das finde ich schon ganz toll, ehrlich gesagt. Also man sieht so ein bisschen noch die Geschichte. Ein Frosch im Hals. Und am Tag sind hier so diese ganzen verschiedenen Gruppen. Also aus jedem Raum hört man irgendjemand anders proben. Man weiß auch nicht so genau, was es eigentlich wird und was die machen. Und ja, und dann gibt es immer noch so Gruppen, die so anreisen irgendwoher und dann da spielen da unten. Sag mal, Mifti, musst du denn nicht in die Schule? Wie spät ist es denn jetzt? Es ist 30 Uhr. Für mich hat es auch so eine Art Kneipenatmosphäre, weil ich weiß, früher war hier mal ein Billardsalon drin. Also ich wohne ja ziemlich etwas länger jetzt hier am Helmholtzplatz. Und das war früher, ganz früher war das, glaube ich, auch mal eine Kapelle gewesen. Are you looking at me? Yes. Why? Because I'm a lesbian? Yes, I am a lesbian. I'm a lesbian too. Really? Yes. I'm so horny, 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 horny. I'm also horny, horny. Was finden wir an dem Ball? Ja, das ist halt was anderes, ne? Gut. Das ist ja unser Theater. Hier produzieren wir die Sachen. Hier sind ja auch Dramaturgen. Also manchmal sind schon auch erstaunlich viele ältere Leute. Sind schon auch so ein paar. Ja. Bildungsbürger kommen schon gelegentlich auch. Ja. Ich weiß nicht, das Ballhaus Ost gibt es ja erst seit 2006, Februar 2006. Und jetzt sind es gut 4 Jahre. Also ich kann jetzt nur vom Helmi reden. Wir haben natürlich auch so eine Art Publikum natürlich angezogen, ist ja klar. Also wenn man so lange gespielt, dann findet man sein Publikum. Ja, ich weiß jetzt haben unser Publikum. Ja, wir haben unser Publikum. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Produktionen genau ist, aber kommt Zeug, kommt Rat, sag ich dann nur. Aber achso, was ich noch sagen wollte, was im Ballhaus Ost natürlich schön ist, wie soll ich sagen, also es ist nicht alles so durchgeplant wie andere Theaterhäuser. Das ist vielleicht auch, das steht unserer Konzeption des Theaters ein bisschen näher dran, weil wir natürlich viel schneller arbeiten und flexibler sind. Und dann ist natürlich im Ballhaus Ost, also die alle anderen es nicht aushalten. Also ehrlich gesagt, das Haus nimmt schon wahr, dass wir hier irgendwie eine wichtige Rolle spielen, weil wir am öftesten hier spielen. Wir haben eine relativ stabile Zuschauersituation, die ganz erfreulich ist und sonst gibt es ja keine festen Gruppen in dem Sinne hier. Ein eiskalter Wind. Das ist ja auch das Schöne eigentlich. Es gibt ja nicht diesen großen Saal. Es gibt eben diese kleinen Räume, die machen irgendwie, das ist für uns halt ein großer Vorteil, muss ich echt sagen, also mit unserem Puppentheater. Weil dann haben wir auch, die Zuschauer sind dichter dran und es ist halt einfacher für uns auch mit denen in Kontakt zu treten, weil das ist schon für uns sehr wichtig. Bist du nie allein? Die Damen jetzt in den Innenkreis, die Herren in den Außenkreis und in Gegenrichtung Marsch ab! Damenwahl!
Mund. Zuckerware. Oh. Ja, Zuckerware. Das finde ich irgendwie geil, wenn in der Bar irgendwie sofort Musik kommt. Also man weiß, aha, man kann irgendwie nach oben gehen. Also wir sagen es manchmal auch nach der Aufführung, ey Leute, geht doch nach oben, trinkt doch ein Bierchen. Wie soll ich sagen, so eine Art Wohnzimmeratmosphäre. Ja. Dass man es schafft, dass es irgendwie gemütlich ist. Raus! Ihr Rüpel!